Okay, jetzt habe ich. Und ja. All erhoben sich mit. Unter den Blinden ist der einäugige König. Okay, hier ist gar kein Barbarendrache. Aber Barbaren sind hier. Gut. Jetzt brauche ich mal die Gilden. Habe ich nämlich vergessen. Hier ist nämlich die Künstlergilde und Machu Picchu. Ist auch nicht schlecht. Also auf zu den Gilden. Tja, da oben sind die... Nein, das sind nicht die Polen. Die Polen haben eine andere Farbe, oder? Ich weiß nicht, ob das die Polen sind oder eine andere Zivilisation. Ich schau mal hier rauf. Alhambra von Kasimir vollendet. Ja, Einheit befördern. Machen wir auf unwegsamem Gelände. So. Ja, erkunde mal. Gold pro Runde. Warte, wir müssen ja auch immer schauen, was wir weggeben. Hier 4 Gold pro Runde, das wären insgesamt 9. Hier würden wir auch 9, nein, 8 bekommen. Aber hier 9. Und Prag ist, glaube ich, sicherer. Ja. Ich nicht durch. Ich sehe nicht, was da ist. Ah, nicht Vereinigungsbündnis. Offene Grenzen. Dann halt nicht. Aber zumindest mit dem Pikenier könnte ich dann hier durchgehen, weil wir haben ja offene Grenzen. Prag wird angegriffen. Ich könnte ja schon einen Stadtstaat aufkaufen, wie zum Beispiel Ile-Ife oder Mbasa Kongo. Aber ich sehe keinen Sinn dahinter. Ich glaube, ich muss erstmal die strategischen Ressourcen ansehen. Und hier mal auf jeden Fall Produktionsfokus. Nein, kein Krieg. Ah, ich weiß schon, was wer das sein könnte. Nein, oder? Nein, diese Grenzen sehen anders aus. Schön. Die Händler sind so.
jetzt Patronat weitermachen mal. Und jetzt, von der Forschung her, würde ich jetzt mal auf die Druckerpresse gehen, damit ich zu Glob Theater komme. Es sind aber extrem viele Forschungen. Egal. Pikniere fahren auch nur hin und her. Geh hierher. Kasimir und Haile Selassie sind im Krieg. Die fortschrittlichsten, das sind glaube ich die Sozialpolitiken, oder? Ja, okay, da bin ich nur eins hinter Kasimir. Also gar nicht mal so schlecht. Drei Dinge sind... Verloren ist die Pforte so. Tief und fern. Schauen wir mal der weise König. Tourismuszeug. So, was... sagt denn die große Bibliothek. Sorgt dafür, dass all eure großen Werke mit Literatur unterschiedliche Zeitalter und Zivilisation gefüllt ist. Also müssen wir tauschen. Wir haben Österreich Renaissance. Große Werke tauschen. Hier. Der hat ein Mittelalter. Nämlich das hier. So. Haben wir getauscht. Jetzt kann ich das hier rein und wir bekommen mehr Tourismus. Was natürlich nice ist. Wie sieht es denn aus? Ah, hier. Oh, Ägypten haben wir schon bald. In 26 Zügen haben wir sie von unserer Kultur überzeugt. Kasimir hat extrem viele Punkte. Allein 208 durch die Bevölkerung. Wunder hat er auch mehr wie ich. Und Ägypten hat noch immer seine Missionare durch Borobudur. Quebec ist schon ein bisschen angepisst, weil ich andauernd durch ihr Gebiet gegangen bin. Aber was soll ich machen? Sorry. So, hier. Da lohnt sich doch der Kornspeicher mit Wild und Bananen. Ja, da lohnt sich's der. Mhm.
die mechanische Wissenschaft. Der Felsen von Gibraltar. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Eine Freundschaftserklärung mehr. Bin Finaute. Seelen simpel Zeger will wer ihn. Hä? Einheitsbefördert? Ah, ich hab. Was? Nein. Habe ich eine neue Einheit bekommen, oder? Ja. Egal. Kannst du nicht eigenständig erkunden? Na doch. Das war zu viel. So. Hier meinen neuen Stadtstaat. Vielleicht ist der der erhoffte. Seide. Der hat Seide. Der wäre cool. Nein. Hier haben wir zum Glück bald Angkor Wat. Hier bauen wir. Sollen wir die staatliche Hochschule bauen? Ja, das bringt sowieso kulturmäßig eh nichts. Also, ich will alles Kultur in einer Stadt zentrieren, damit sich dort alles sammelt. Staatliche Hochschule fällt nicht darunter. Quebec hat Salassie den Krieg erklärt. Angkor Wat, sehr schön. Und einen großen Wissenschaftler, den kann ich gleich hier ansiedeln. So, auf jeden Fall die Musikergilde, die Sixtinische Kapelle. Tja.